Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkun und heute gibt es ein Reaktionsvideo und zwar auf Erbe, gewinnst oder verlierst du von Eva Schulz, die bei Deutschland 3000 auf Facebook ein Video gemacht hat. Es ist so 2 Minuten 46 lang und ihr verlinkt mich natürlich immer ständig unter irgendwelchen Videos, wo ihr auch dann wahrscheinlich ja wollt, dass ich was dazu schreibe oder in manchen Fällen eben auch sogar ein Video zu mache. Und deswegen schauen wir uns das Video jetzt einfach mal gemeinsam an und ich gebe meine Reaktion zu einzelnen Dingen, die dort gesagt werden. Bin schon gespannt. Sie und er haben ähnlichen Lebenslauf. Schule, Ausbildung, erster Job, alles easy gemanagt. Der Unterschied, sie hat schon ein volles Konto. Dank ihrer Eltern, die ihr monatlich, sagen wir mal, 2000 Euro schenken oder ein gewisses Vermögen als Erbe in Aussicht stellen. So kann sie ohne große Sorgen einen schlechter bezahlten Job annehmen oder sich selbstständig machen oder vielleicht mal eine Wohnung kaufen. Wer Geld erbt, erbt auf Sicherheit. Okay, hier an diesem Punkt muss ich mal kurz Stopp machen, weil natürlich ist es so, dass jemand, der eine reiche Mutter oder reichen Vater, reiche Familie hat, gewisse Dinge im Leben leichter hat. Aber es ist natürlich trotzdem nicht so, dass nur weil ich 2000 Euro irgendwie bekomme oder ich irgendwie vielleicht mal ein Erbe in Aussicht gestellt bekomme, deswegen ein total sicheres und lockeres Leben habe. Also ich zum Beispiel, ich erziehe meinen Sohn nicht so und viele andere Leute, die ich kenne, die viel Vermögen haben, die erziehen ihre Kinder auch nicht so, dass sie denen einfach nur Geld in den Arsch blasen und sagen, ach komm, mach dich mal selbstständig, ja, wenn du das ganze Geld verbrennst, ist doch vollkommen egal, dann kriegst du einfach noch ein bisschen mehr und so. Es ist sogar so, from shirt sleeve to shirt sleeve in 3 generations, ja, der Opa baut ein Unternehmen auf, der Sohn macht es zum Weltkonzern, und die Kinder versauen es alles wieder, okay? Und es ist so, dass Vermögen sich halt immer den besten Eigentümer sucht. Geld hat eben doch nämlich einen eigenen Kopf. Und wenn jetzt einfach ein Erbe, der überhaupt gar kein Wissen und gar keine Leistung aufbringt, irgendwas erbt, dann wird dieses Geld ziemlich schnell sich in Rauch auflösen. Damit will ich nur mal kurz sagen, dass es eben nicht so ist, dass ein Erbe einfach so gar keine Sorgen hat, ja, als ob so Geldsorgen die einzigen Sorgen im Leben wären. Und dass es eher keine Leistung aufbringen muss, zum Beispiel um ein größeres Vermögen zu verwalten. Denn jeder, der ein größeres Vermögen hat und dieses verwaltet und anlegen muss und so weiter, der weiß, dass es auch Arbeit ist und sehr wohl eine Leistung ist. Ja, die muss man ja auch gar nicht unbedingt immer mit irgendwelchen anderen Leistungen ständig vergleichen. Aber schauen wir mal weiter. Okay, also sie hat ja im ersten Beispiel gesagt, die kriegt vielleicht eine Erbschaft in Aussicht gestellt, okay? Und er, wann erbt er denn? Ja, also wann soll dieser Wettbewerbsnachteil denn kommen? Er ist doch jetzt gerade mal im Studium mit irgendwie 18, 19 Jahren, da erbt man in der Regel noch nicht viel Geld. Klar kriegt man auch mal irgendwie eine Schenkung vielleicht oder so, aber meistens erbt man ja erst viel später. Das heißt, er kann sein ganzes Leben richtig Gas geben und muss hier nicht als Opfer herhalten, meiner Meinung nach. Nein, wird sie nicht, weil wenn ich jetzt nichts erbe, dann bin ich nicht deswegen ein Verlierer, sondern dann erbe ich halt einfach nichts. Ja? Also ich zum Beispiel bezeichne mich auch nicht als Fußball-Erb-Talent-Verlierer, nur weil ich kein Fußballtalent geerbt habe. Also komplett sinnlos, hier so eine Spaltung aufzumachen, aber wir sehen gleich, warum. 400 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte der Deutschen. Das ist natürlich falsch. Gehen wir mal zurück hier. Also erstmal ist der Vergleich komplett willkürlich gewählt. Also warum sollte man das, was Erben, sowohl jetzt von Unternehmenserbschaften, aber auch private Vermögen und so weiter, an ihre Kinder weitervererben, warum sollte man das
mit dem Bundeshaushalt vergleichen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Einfach nur, um zu zeigen, schaut mal, das eine ist ein bisschen höher als das andere. Das muss doch jetzt irgendwie ausgeglichen werden. Ich könnte genauso gut sagen, ja, die Erbschaften sind bei 400 Milliarden im Jahr und die Ausgabe von Alkohol hier in Magaluf bei den Briten ist nur 10 Millionen im Jahr. Das müssen wir jetzt auch irgendwie ausgleichen. Also ich kann immer irgendwas zusammen vergleichen, vollkommen willkürlich, und dann so tun, als ob ich daraus irgendeine Bedeutung ableite. So ganz nebenbei stimmt das auch nicht, weil der Bundeshaushalt sind natürlich nicht die gesamten Staatsausgaben. Ja, wenn man sich mal die Staatsquote insgesamt anguckt in Deutschland, immer so zwischen 43-45%, und dann guckt man sich einfach mal das BIP an, ja, dann kommt man auf Staatsausgaben insgesamt von ein paar Billionen Euro im Jahr, ja, und nicht irgendwie 343 für den Bundeshaushalt. Aber na gut, machen wir mal weiter. Mehr als die Hälfte der Deutschen hat schon mal geerbt oder geht davon aus, dass sie etwas erben wird. Und das ist ja eigentlich cool und ehrenwert, dass Eltern ihren Kindern und Enkeln das hinterlassen wollen. Aber was ist mit denen, die nicht kriegen? Also sympathisch ist sie ja. Sitzen die 45 reichsten Haushalte in Deutschland so viel wie die komplette ärmere Hälfte der Bevölkerung. Stimmt, aber die zahlen halt meistens auch 50.000 Mal so viel Steuern wie die komplette ärme Bevölkerung, ja? Also als ich früher noch wenig Geld verdient habe, habe ich halt gar keine Steuern gezahlt bis zu einem Freibetrag. Und jetzt habe ich neulich die Nachricht bekommen, oh, für 2018 nochmal 67.000 Euro an Steuern nachzahlen. Läuft. Wenn 20% der Haushalte überhaupt kein Vermögen haben, Erbe verstärkt diese Ungleichheit. Der Staat hat eigentlich ein ziemlich gutes Mittel, um diese Ungerechtigkeit auszugleichen. Steuern. Er benutzt es nur kaum. Naja, er kann es versuchen. Der Staat kann es versuchen. Aber der Staat kann nicht Steuern festlegen. Das ist ein sehr häufig gemachter Irrtum. Der Staat kann nur Steuersätze festlegen. Also kann sagen, Mehrwertsteuer machen wir auf 19%. Gucken wir mal, wie die Leute untereinander handeln damit. Vielleicht, wenn sie anfangen, weniger zu handeln, machen wir vielleicht mal ein bisschen weniger. Oder wenn sie sehr viel handeln, machen wir ein bisschen mehr. Schauen wir einfach mal, was bei rauskommt. Machen wir da noch eine Schaumweinsteuer? Machen wir da noch diese und diese Abgabe? Und was auch immer noch alles dazukommt. Und dann kann man gucken, welche Einnahmen resultieren jetzt daraus. Weil Steuern können nur dann anfallen, wenn Waren und Dienstleistungen produziert wären. Ja? Wenn aber zum Beispiel der Staat sagt, okay, wir machen jetzt eine Steuerquote von 90% für gewisse Unternehmenssteuern, Gewerbesteuern und so weiter, und dann die ganzen Unternehmen ins Ausland ziehen und keine Sau mehr was produziert und herstellt und dadurch auch keine Arbeitsplätze entstehen, kein Konsum mehr da ist und so weiter, dann können die Steuersätze noch so hoch sein, dann werden halt die Steuereinnahmen extrem gering sein. Das heißt, der Steuersatz kann vom Staat festgelegt werden, aber die entsprechende Reaktion ist dann nicht vom Staat mehr kontrollierbar. Es gibt ja auch Beispiele, wie zum Beispiel bei Ronald Reagan und so, wo er damals Steuern gesenkt hat und dann auf einmal die Steuereinnahmen aber gestiegen sind, ja, weil Produktion und so weiter erhöht wurde. Wenn du arbeitest, kann es sein, dass du mehr als 40% deines Einkommens abgeben musst. Beim Erbe ist der Staat gnädiger. Unternehmen zum Beispiel können fast ohne Steuern vererbt werden. Außerdem gibt es sehr hohe Freibeträge für Schenkungen. Jedes Elternteil kann dir alle 10 Jahre bis zu 4... Ja, jetzt muss man mal da so ein bisschen überlegen. Jetzt überleg doch mal, warum ist denn zum Beispiel ein Unternehmen größtenteils steuerfrei vererbbar? Warum? Na, eventuell, weil ein Teil von diesen 400 Milliarden nicht einfach so bar unterm Kopfkissen liegt, ja, wie es oder in irgendwelchen Koffern auf einer Yacht liegt, wie es bei irgendwelchen Monte Carlo Dokus über Reiche gerne gezeigt wird, ja, sondern weil es vielleicht in produktivem Kapital gebunden ist, ja, und wenn man jetzt das besteuern will, was soll dann der Erbe machen, ja, soll er dann die Hälfte der Firma und den Fuhrpark und die ganze Produktion, also Teile der Produktion einstellen und einfach dann das alles verkaufen müssen, nur um dann darauf Steuern zu zahlen. Und der nächste Punkt ist der, ja, Erbschaftssteuer ist ja sozusagen am Ende einer ganz, ganz, ganz langen Kette das letzte Glied, was auch nochmal richtig schön vergewaltigt werden soll. Weil man sagt, okay, lieber Bürger, du hast zwar schon auf dem Weg, bis das Geld irgendwann in deiner Tasche mal landet, schon immer wieder irgendwelche Steuern gezahlt, aber jetzt am Ende, ja, sollst du auf das Einkommen und das Vermögen, was du dir aus diesem Einkommen angespart hast, gefälligst nochmal eine Steuer zahlen. Ja. Das heißt, sie macht hier zwar einen ganz netten Vergleich, so von wegen Lohnarbeit ist voll ungerecht besteuert und Erb und Vermögen ist viel zu niedrig, aber wenn man sich so, fand ich ganz lustig, die Kommentare unter dem Video anschaut, dann sieht man, dass die meisten Leute darauf nicht reinfallen
Und die meisten Leute, auch die, die hier schreiben, so sie werden nichts erben, finde ich übrigens sehr lobenswert, das auch blöd finden, dass Erbschaften besteuert werden. Also die meisten Leute haben hier ein ziemlich gutes Gerechtigkeitsempfinden und sind eher nicht so gewillt, von dem Geld, was irgendwann ihnen mal selbst noch übrig bleibt, auch wiederum was abzugeben. Ja? Und das meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. 400.000 Euro schenken, komplett steuerfrei. Wird so ganz legal an der Steuer vorbeigeschleust. Okay, sorry, ich muss schon wieder stoppen. Viel Vermögen wird so ganz legal an der Steuer vorbeigeschleust. Das klingt schon wieder so, als ob so die ganzen reichen Erben und Vermögenden so ihre ganzen Tricks anwenden, um Steuern zu vermeiden. Ich sag's da so, wie Dr. Zittelmann es immer sagt, wo es Steueroasen gibt, gab's vorher immer eine Steuerwüste. Okay? Und der Staat verlangt erstmal Steuern, ohne eine direkte Gegenleistung dafür zu bieten. Das kann man selber so, wenn man möchte, per Definition nachlesen. Das heißt, wer ist hier in der Rechtfertigungspflicht, wenn er Steuern erhebt? Nicht der Bürger, sondern der Staat. Ja? Der Staat erhebt Steuer und er muss sich jetzt dafür rechtfertigen, wie er diese Steuermittel einsetzt. Okay? Und wenn jetzt ein Unternehmer oder irgendein anderer Mensch Geld erbt oder erstmal vererbt, also wenn ein Vater zum Beispiel Geld vererbt an seinen Sohn, dann ist, wie gesagt, dieses Geld schon mannigfaltig auf kreativste Art und Weise durch Steuern und Abgaben belegt worden. Okay? Und wenn er jetzt dieses letzte Stück dann vererbt, dann ist das garantiert nicht irgendein Vorbeischleusen am Finanzamt. Ja? Auch wenn die liebe Eva das so formuliert. Hat der deutsche Staat gerade mal 6,3 Milliarden Euro an Erbschafts- und Schenkungssteuer eingenommen. Über die Lohnsteuer geleistete Arbeit kam über 195 Milliarden ein. Krass! Menschen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen, werden also vom Staat bevorzugt. Und die, die es sich selbst erarbeiten, vergleichsweise benachteiligt. Und keine guten Aussichten für die Normalos unter uns. Eltern wird daran nämlich erstmal nichts. Die SPD hat zwar im vergangenen Bundestagswahlkampf gefordert, dass hohe Erbschaften auch höher besteuert werden sollen. Im Koalitionsvertrag steht davon aber nichts mehr. So wird sich die Ungleichheit in Deutschland weiter vergrößern. Und das insbesondere in unserer Generation. Trotzdem redet bisher kaum jemand drüber. Vielleicht hilft es ja, wenn wir mal anfangen, über das Thema zu diskutieren. Wenn es die Politik schon nicht macht. Nee, also es redet da wirklich niemand drüber, außer so gefühlt jeder zweite Hart-aber-fair-Beitrag oder in irgendwelchen anderen Talkshows so. Außer so 50% aller Beiträge zu irgendetwas mit Geld, die halt immer mit Umverteilung und so weiter zu tun haben. Aber abgesehen davon redet natürlich niemand drüber. Ja? Aber ja, kurz mal zum Ende hier. Warte mal, ich glaube, es ist noch gar nicht zu Ende. Angenommen, du erbst mal. Sorry. Wärst du bereit, was davon abzugeben und unter welchen Bedingungen? Schreib's mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Also, ich weiß schon jetzt, ich werde nicht viel erben, ja, weil meine Eltern sind einfach arme Schlucker im Vergleich. Aber ich werde wahrscheinlich Geld vererben. Ich kann dir zwar nicht sagen, was mein Sohn genau damit machen wird, aber ich kann definitiv dir sagen, was ich machen würde, wenn ich sehr viel Steuern zahlen müsste auf diese Erbschaft, beziehungsweise meinen Sohn auf diese Erbschaft steuern. Ich würde dafür sorgen, dass es nie dazu kommt. Eher würde ich das komplett verbrennen und irgendwo raushauen für irgendeinen Nonsens, als es unter Zwang, wie gesagt, abgeben zu müssen. Und das sieht man aber auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel The Giving Pledge und andere Sachen anguckt. Hier habe ich gelesen, dass 10% von 400 Milliardären in den USA bereits einen Großteil ihres Vermögens nach Ableben gepledged haben für diese Stiftung von Bill und Melinda Gates und anderen Stiftungen. Das heißt, wenn man diese Leute in Ruhe lässt, dann haben sie aus freiwilliger Basis her sowieso die Tendenz, das Geld abzugeben. Ja? Aber wie gesagt, wenn man die Leute immer mehr drangsaliert, immer mehr ärgert, immer mehr Abgaben fordert, immer mehr von ihnen wegnehmen will, dann kommt halt das wieder, was immer passiert. Sie hauen halt irgendwann ab nach Australien, nach Kanada oder sonst wohin. So viel erstmal zu diesem Video, war jedenfalls meine Reaktion. Ich finde es genau richtig so, dass Erbschaften extrem gering bis sogar gar nicht besteuert werden, weil, wie gesagt, es ist alles schon dutzende Male versteuert worden. Und wer dann auch noch anfängt, bei Firmenvermögen und so weiter besteuern zu wollen, der hat meiner Meinung nach ein komplettes Rad ab. Okay, das war's für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.